Sehr geehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich besonders, dass der 18. November scheinbar der Nationalfeiertag von Tulln geworden ist. Eröffnung des UFDs, die BIM-Eröffnung heute und auch im Zusammenhang mit dem Europäischen Antibiotika-Tag, der heute begangen wird, der europaweit daran erinnern sollte, durch viele öffentliche Veranstaltungen und auch Medienkampagnen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten mit der Verwendung von Antibiotika, dass wir verhindern sollten, dass Antibiotika gesunden Tieren als Leistungsförderer gefüttert werden, aber auch daran erinnern sollte, dass es notwendig ist, neue Wirkstoffe in diesem Bereich zu entwickeln. Es ist deswegen notwendig, weil in allen Bereichen, in denen Antibiotika eingesetzt werden, wie wir heute schon gehört haben, sich auch Resistenzen entwickeln. Resistente Keime, und das ist unabhängig, ob das in Asien passiert, in Afrika passiert, in den amerikanischen Kontinenten oder hier bei uns. Diese resistenten Keime machen eine Therapie von Infektionskrankheiten sehr schwierig und zum Teil sogar unmöglich. Und damit können sie, wie die Frau Rektorin schon ausgeführt hat, zu fatalen Folgen führen. Ich habe heute Vormittag die Ehre gehabt, beim Europäischen Antibiotika-Tag schon einen Vortrag zu halten. Es wird nicht der gleiche sein, ich weiß nicht, ob jemand dabei war. Was ich hier machen möchte, ist, ich möchte Ihnen einen Überblick geben, wieso wir das machen. Habe ich damit einmal einleitend getan. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben darüber, was das Neue ist an unserem Ansatz. Weil Sie haben von unserem Freund und Kollegen Marc Stadler gehört, dass es weltweit sehr viele Initiativen gibt, um diese neuen Wirkstoffe zu finden. Marc ist einer der weltweit führenden auf diesem Gebiet. Das heißt, was kann die Core Facility hier zusätzlich an Kapazität und an neuen Ideen einbringen? Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie das Konzept aussieht und wie wir vorhaben, das auch umzusetzen. Gut, es ist sehr viel von bioaktiven Substanzen gesprochen worden. Antibiotika sind eine Gruppe von bioaktiven Substanzen, aber eben nur eine einzige Gruppe von einer ganzen Reihe von Molekülen, von sehr komplexen Molekülen, die Chemiker entweder synthetisch herstellen, aber die vor allem Mikroorganismen produzieren als Stoffwechselprodukte. Und diese Stoffwechselprodukte im Allgemeinen führen dazu, dass zelluläre Vorgänge beeinflusst werden und daher nennen wir sie bioaktive Substanzen. Und zelluläre Vorgänge vom kleinsten Bakterium bis zu einer Zelle im größten Elefanten werden durch diese bioaktiven Substanzen beeinflusst und verhindern zum Beispiel das Wachstum von Bakterien. Klassisch Antibiotika verhindern das Wachstum von Tumorzellen, klassisch Zytostatika. Sie sind aber auch Hormone, die wirksam werden in unserem Körper und sehr, sehr komplexe Regulationsänderungen auslösen. In Summe sind es Substanzen, die für uns einen Wert haben, die gesellschaftlich einen Wert haben und im Zusammenhang mit der Medizinalwirkstoffforschung einen enormen Wert bekommen können. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Forschung in ihren ersten Schritten immer öffentlich finanziert ist. Und das ist ein Punkt, den ich hier sehr gerne aufgreife, ein Punkt, der uns sehr viel wert ist, dass wir hier diese öffentliche Finanzierung bekommen, denn wir befinden uns hier mit unserer Forschung, das muss ganz klar gesagt werden, am Anfang dieser Kette zur Entwicklung von neuen Wirkstoffen, von neuen Antibiotika, generell von neuen Medikamenten. Was sind unsere Ziele? Die Errichtung und der Betrieb einer Infrastruktur- und Know-how-Plattform. Wie wir schon gesagt haben, eine Maschine hier herzustellen, wird nicht reichen. Denn diese komplexen Interaktionen zwischen den einzelnen Disziplinen ist nur möglich geworden, indem wir verschiedene Disziplinen hier an diesem Standort zusammenbringen. Wir wollen neuartige Substanzen, Enzyme für die Biotechnologie und auch deren Wirkmechanismen
erforschen und sie weiterentwickeln für agrar- und biotechnologische Anwendungen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes an dieser Plattform. Sie ist offen für akademische und für Firmenpartner. Wenn Sie sich umsehen in der Welt, wir sehen keine gleichartige Core-Facility, offene Forschungsplattform, die für alle zugänglich ist. Wenn es die gibt, dann gibt sie in Industriebetrieben, die sicher sehr stark in diesem Bereich forschen, aber eine offen zugängliche, öffentlich finanzierte Plattform in dieser Form gibt es nicht, soweit wir wissen. Was nun ist das Neue an der BIM? Wieso gibt es sozusagen noch eine zusätzliche Initiative? Worauf wir uns hier spezialisiert haben, und das muss ich ganz klar sagen, kommt aus der Forschung, die wir hier am Standort interdisziplinär durchführen. Worauf wir uns spezialisiert haben, ist die Interaktion zwischen unterschiedlichen Organismen. Marc hat schon anklingen lassen, es sind nicht nur die Organismen selbst, die etwas produzieren, es bestimmen die Umweltbedingungen, was produziert wird und zu welchen Bedingungen produziert wird. Martin Oegerli, einer der talentiertesten Wissenschaftsfotografen, hat hier etwas nachgebaut, was wir hier sehen. Das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme von unserem Verdauungsapparat. Hier ein Stück eines Müslis, hier unterschiedliche Bakterien und Pilzarten. Und wenn Sie das hier sehen, dann erkennen Sie sofort, der Abbau von Nährstoffen ist nur möglich durch Kooperation vieler unterschiedlicher Bakterien und Pilze in unserem Verdauungsapparat. Und weil die meisten bioaktiven Substanzen eben nur in Gesellschaft gebildet werden, ist unser Ansatz, dass wir versuchen müssen, diese komplexen Interaktionen irgendwie im Labor kontrollierbar nachzubauen. Ob das gehen wird, wie das gehen wird, auf das komme ich dann in den nächsten 5 Minuten noch zu sprechen. Was für uns eine interessante Zahl ist, wir haben ungefähr 100 Billionen Bakterien in uns, das ist relativ viel, 10-mal mehr, als wir selbst Zellen haben. Ja, also 10-mal mehr Bakterien, als wir selbst Zellen haben, sind in unserem Körper drinnen. Mehr als 1000 unterschiedliche Arten haben wir beheimatet in unserem Körper, um das zu bewerkstelligen, was wir jeden Tag machen und was wir sind und was wir darstellen. Diese komplexen Interaktionen in der Natur, im Labor, kontrollierbar nachzubauen, ist nicht einfach. Das ist ein Bild, das die Interaktionen zwischen Pilzen und Bakterien zeigt, weil die Biosynthesewege, und das ist eine dieser zentralen Messages, wenn wir neue Substanzen finden wollen, dann müssen wir diese Interaktion funktionell nachbauen. Und wir haben das gezeigt in unserer Forschung hier am Standort in Kooperation mit dem IFA, mit den Chemikern, mit den Pflanzenzüchtern, dass sehr viele dieser genetischen Inseln, die dafür zuständig sind, diese vielen komplexen Strukturen, die Marc gezeigt hat, von denen ich 99% schon wieder vergessen habe, wie die ausschauen, dass sie diese Strukturen überhaupt bilden. Ja? Und eine wichtige Zahl für uns ist, dass wenn wir diese Pilze uns anschauen und diese Bakterien uns anschauen, wenn wir ungefähr 100 von diesen Inseln in diesen Pilzen sehen, dann kennen wir nur 20 davon, welche Produkte sie produzieren. Das heißt, 80% dieser Inseln sind da, produzieren etwas, aber produzieren etwas unter Bedingungen, die wir nicht kennen. Ja, Marc sammelt sie im Regenwald und kann dort etwas extrahieren, vielleicht im Labor, und das ist gang und gäbe, produzieren sie das plötzlich nicht mehr. Die genetischen Analysen zeigen uns, dass hier ein verborgener Schatz liegt. Wir müssen und wir sollten einen Weg finden, diesen Schatz zu heben. Es ist schwierig, eben nicht nur, weil das stillgelegt ist, sondern weil auch sehr viele Umwelteinflüsse dazu beitragen, diese Inseln zu aktivieren. Das heißt, wenn Sie hier diese Tomate, diese verfaulende Tomate anschauen, ja, da sind da Bakterien drin, da sind da Pilze drauf, ja, da oben frisst die eine Raupe des Kohlweißlings, interessanterweise, ja, also das ist ein Bild aus meinem kleinen Glashaus, ja, das, wo Kohl neben Tomaten wachsen, ist interessanterweise gehen die auf Tomaten, interessantes Foto. Faktum ist, dass hier ein Cocktail an unterschiedlichen metaboliten Substanzen gebildet wird, und diesen Cocktail wollen wir systematisch im Labor
stellen können. Dieses Foto gibt es ein einziges Mal. Ja? Ich glaube, wenn man das nochmal versucht nachzustellen, wird es wieder anders ausschauen. Das heißt, unsere Aufgabe als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es, diese komplexen Interaktionen im Labor nachzustellen. Und um das tun zu können, das kann sich jetzt wahrscheinlich jeder ausrechnen bei den vielen Millionen unterschiedlichen Pilzarten, die es gibt, Bakterienarten, die es gibt, um das nur irgendwie in den Griff zu bekommen, wird es notwendig sein, viele, viele Kombinationen im Labor durchführen zu können. Wenn Sie an Kombinationen denken, denken Sie an Roboter. Das ist ein Roboter, obwohl er Mindstorm heißt, der bei uns ab und zu im Wohnzimmer herumfährt, weil das ist von meinem Sohn, der Lego Mindstorm. Der kann sehr viel. Ich kann es Ihnen schwören, der kann diese roten Bälle werfen und so weiter, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, diese Aufgabe zu bewältigen, diese Aufgabe dieser Kombinatorik zu bewältigen. Dazu bedarf es einer speziellen Kombination von Know-how und Ausstattung. Und diese spezielle Kombination, das darf ich durchaus mit Stolz sagen, ja, haben wir hier die Möglichkeit bekommen aufzubauen und gemeinsam mit dem BIM-Team arbeiten wir jetzt seit einem guten halben Jahr daran, das aufzubauen. Und dieses BIM-Team, die BIM-Idee ist initial entstanden, wie so oft, irgendwo im Rahmen irgendeines Meetings, beim Café oder so hier am Standort. Martin Wagner von der Veterinärmedizin war hier, Rudi Krösker vom IFA war dabei, ich war dabei und auch das Standort, Technopol Standortmanagement, Angelika Weiler war mit dabei, die immer dafür gut ist, Ideen von uns sich einmal anzuhören und zu überlegen, ist das möglich? Sehr viele Sachen sind natürlich nicht möglich. In diesem Fall war sie auch mit in dem BIM-Team von Anfang an und hat sich mit überlegt, wie kann man diese Idee umsetzen. Wieso ist das Ganze in Tulln entstanden? Ist nicht zufällig natürlich. Wir haben schon sehr viel darüber gehört. Ich muss das nicht wiederholen. Aber wir machen hier Forschung mit Pflanzenpathogenen, die vor allem Pilze sind. Wir machen Forschung für biotechnologische Nutzung. Die Gruppe Gübitz ist hier extrem aktiv, extrem erfolgreich. Wir haben hier ein Exzellenzzentrum mit SFB, FWF, SFB, mit diversen K-Zentren, CD-Labors, EU-Projekten, jetzt gerade wieder ein großes EU-Projekt hier für den Standort an Land gezogen vom Rudi Krösker. Wir haben, wie ich gesagt habe, 250 Publikationen im letzten Jahr rausgebracht zu diesem Thema. Das heißt, wir haben hier die Agglomeration von Know-how, von Initiative, von Kreativität und die ist sozusagen transferiert worden in ein Konzept und dieses Konzept hat geheißen, wir wollen eine offene Forschungsplattform für diese Erforschung der Interaktionen für die Produktion neuer bioaktiver Stoffe und wir haben hier drei Einheiten geschaffen, eine, die für die Produktion zuständig sein wird oder zuständig ist, die diese komplexen Interaktionen handelt. Wir haben eine zweite, die für die Aktivitätstestung zuständig sein wird. Welche Aktivitäten kommen raus? Wie wir schon gehört haben, sind nicht nur Antibiotika, die wir testen wollen. Wir wollen auch testen Zytostatika, Cholesterinsenker. Cholesterinsenker sind weltweit die zweithäufigste Medikamentengruppe, die verkauft wird. Neben den Psychopharmakern, die Gruppe 1 ist. Aber das sind verschiedenste Aktivitäten, die wir hier gemeinsam mit unseren Partnern testen können. Hier reicht dann, stehen wir an beim Plafond, weil hier gehen wir dann in die Kooperation mit unseren Partnern und testen unterschiedliche Aktivitäten. Am Standort können wir einige dieser Aktivitäten testen und wir haben auch eine sehr starke chemische, analytische und chemische Reinigungseinheit mit dem Analytikzentrum bei uns an Bord, die für die Reinigung und für die Charakterisierung dieser bioaktiven Substanzen zuständig sein wird. Und ich glaube, man kann durchaus davon sprechen, dass wir hier eine Discovery Pipeline geschaffen haben, die hoffentlich auch so erfolgreich sein wird, wie man uns das wünscht. Der technische Lösungsansatz ist die Hochdurchsatzkombinatorik. Roboter unterstützt die Automatisierung. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, hier sind die Poster aufgelistet, die einen Überblick geben. Man kann eine kurze Tour dann durch das Labor machen. Man kann nicht reingehen natürlich, weil das sind geschützte Bereiche. Aber diese roboterunterstützte Automatisierung von Kultivierungsansätzen zeigt uns schon etwas, was hier geschaffen worden ist. Und das ist ein imposantes Beispiel. Ein Pilz,
mit unterschiedlichen Bakterien, die unterschiedlichen Farben werden gebildet, nicht deswegen, dass unterschiedliche Pilze sind. Das sind unterschiedliche Interaktionen. Ein Pilz, je nachdem mit welchen Bakterien es zusammengebracht wird, bildet unterschiedliche Farbstoffe, Pigmente. Das ist nur eines dieser Beispiele, sozusagen, dass wir jetzt bereits in dieser kurzen Zeit hier gesehen haben, dass unser Ansatz wahrscheinlich funktionieren wird. Wir wollen Bakterien, Pilze, Algen und andere Zellen untereinander in allen Kombinationen und Konzentrationen mischen. Wir wollen sie stimulieren durch die Zugabe von Hormonen, von Toxinen, von Antibiotika. Wir wollen sie selbst sozusagen challengen mit ihren eigenen Produkten und die veränderten Umweltbedingungen in der Anzucht anwenden. Wir wollen roboterunterstützte Automatisierung zur Überprüfung der Bioaktivität. Und Sie sehen hier, dass wir in einem Durchgang zum Beispiel bisher geschafft haben, 1,9 Millionen Einzelergebnisse zu schaffen. Es sind einige Studentinnen und Studenten hier, die Wachstumskurven machen während ihrer Dissertation. Ja, wenn Sie 1,9 Millionen Wachstumskurven mit der Hand machen würden, ja, würden Sie die Dissertation in einer Lebenszeit nicht abschließen können. Ja, die roboterunterstützte Automatisierung schafft das in einem Durchgang in 20 Tagen. So viel zur Kapazität. Hier die Kapazität der chemischen Analytik. Wir haben hier sozusagen eine aktivitätsgetriebene Charakterisierung und Fraktionierung, Aufreinigung der Substanzen. Und zum Schluss sollte dann im Optimalfall eine dieser komplizierten chemischen Formeln übrig bleiben, die uns Marc Stadler gezeigt hat, die dann in Kooperation mit anderen Kolleginnen und Kollegen auf ihre Aktivität weiter ausgetestet wird. Und damit bin ich sozusagen ja, am Ende meiner Kurzpräsentation der BIM. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Unterstützerinnen und Unterstützern, bei den Geldgebern, bei den Universitäten, die hier das auch möglich gemacht haben, mit ihren In-Kind-Leistungen das unterstützt haben, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen für dieses Projekt. Wir haben hier ein interdisziplinäres Team von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die von erfahrenen Wissenschaftlerinnen, die in der Supervision tätig sind, Professor Schumacher, der Gott sei Dank in der Lehre tätig ist und erst nachher zur Feier kommt, deswegen nicht da sein kann, er kennt das eh, aber Professor Schumacher, Dr. Rüchli, die auf der Veterinärmedizin die Supervision übernimmt und gemeinsam mit Professor Wagner, Frau Dekomscher-Bari ist hier für die Chemie noch zuständig und Scott Wallace, Dr. Wallace ist unser American Spirit of the BIM, wie ich immer sage, Amerikaner, der von Anfang an bei der Entwicklung der BIM mit dabei war, der gemeinsam die Idee mitgetragen hat und auch Präsentationen von Anfang an für uns vorbereitet hat, wenn es darum gegangen ist, die Idee und das Konzept auch umzusetzen. Und hier sind die drei Hauptwissenschaftler, die in der BIM sozusagen den technischen Teil durchführen, werden Dozent Schüller und Dr. Zutz für den Robotikteil und Dr. Kluger für die chemische Reinigung. Hier darf ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge schließen, weil das wieder zeigt, dass unsere Forschung durchaus sehr attraktiv ist. Dr. Kluger ist hier eingestiegen, hat bei uns mitgemacht und ist vor einem Monat abgeworben worden in die Privatindustrie, wird hoffentlich ein Kooperationspartner für uns in Zukunft sein. Bernhard, ich glaube, wir werden da sehr spannende weitere Projekte machen und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Nähere Informationen unter www.bim-research.at. Dankeschön.